Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Rathaus, beim Clan. Wo bin ich? Ich bin im Clan Kampf um Fähig mit meinem Rathaus neunmal wieder unterwegs gewesen und ihr habt es im Bildchen schon gesehen. Meine Frage eigentlich, ja, soll ich jetzt doch mal mit einem meiner Accounts auf einen 9,5er gehen? Nee, auf einen 8,5er, so heißt es ja. Denn der Alex hier, mit dem ich hier im Clan bin, ist bald durch hier, auch mit seinen Helden. Also ich habe noch so ein bisschen, so ein kleines bisschen zu farmen. Aber dann geht der King auch auf 30 und dann ist es das eigentlich gewesen. Und ich war ja jetzt schon wirklich lange 9, auch mit denen hier. Aber wir gucken uns erstmal den Gast hier an, was der eigentlich gemacht hat. Okay, er hat eine ganze Menge Hocks, hat jetzt erstmal die Clanburg da unten weggemacht. Hat er schon mal gut gemacht mit den paar Bogenschützen. Hat, oh, jetzt greift er hier, oh, 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 oh. Viele Frontenkrieg nenne ich das immer gerne. Und, oder drei Frontenkrieg. Mann, Mann, Mann. Aber kann man eigentlich so machen mit vierer Hocks, wenn man sich sehr, sehr sicher ist, dass die hier die Bude rocken. Jetzt hat er zwar ein paar Skelette noch an den Hacken, ist aber nicht so schlimm, denn die Masse macht es jetzt einfach. Und die prügeln sicherlich gleich auch den King und die paar Skelette hier runter. Ja, das machen sie jetzt. Und ich denke, dann ist das hier ein schöner Angriff gewesen von Nummer 9 auf Nummer 9. Also der Clankrieg hier, mal ein kleiner Zehner. Oh, da oben die Bombe, schade, die beiden Magier hat es jetzt erwischt, aber noch reichlich Cleanup hier. Ja, so ein kleiner 10er Clankrieg, ich hasse diese Clankriege, diese kleinen, aber feinen 10er, denn du hast nicht viel Möglichkeit. Da hinten rechts habt ihr das jetzt gerade gesehen, hat es glaube ich noch ein Magier erwischt, aber wie gesagt, es ist alles nicht so schlimm, die Hawks prügeln hier die Base runter. Und ich mag sie nicht, weil du kannst dir nicht großartig viele Fails erlauben, vor allen Dingen nicht im oberen Bereich. Im unteren Bereich geht das noch und im mittleren Bereich auch, so bei RH9. Aber so bei 10, 11, da wird es dann schon ein bisschen knapper. Und gucken wir uns mal den nächsten Angriff an. Den hat hier der Maxi gemacht auf ein, ja, was ist das eigentlich? Ist es ein Rathaus 11, also zumindest sehe ich hier ein Rathaus 11 in der Mitte. Aber das ist dann auch gewesen. Der Rest dieser Base hier ist natürlich so ein bisschen engineered. Ja, und wenn ich natürlich auf so einen 8,5er gehe, muss ich mich dann schon an solche Bilder hier gewöhnen. Ich weiß es noch nicht. Ich bin mir da noch ganz, ganz unsicher, was ich mache. Aber er hat jetzt hier erstmal, ich habe den Angriff noch nicht gesehen. Ich habe nämlich auf diese Base gefailt mit, ich weiß es gar nicht, 98, 97% oder so. Ist es mir nicht gelungen, diese Base hier zu legen mit meinem 9er. Ich weiß, woran es gelegen hat, aber im Moment ist es ein Drama. Also wenn ich von kampfunfähig spreche, ist es eigentlich gar nicht mal so in diesem Clan hier, sondern eher da, wo ich mit meinem Elfer hänge, denn da bin ich echt kampfunfähig. Das werdet ihr im Laufe der Woche aber noch sehen. Ich werde euch da sicherlich ein bisschen was zeigen können, dass ich mit meinem Rathaus 11 auch mal wieder im Clankrieg war. Ja, hurra. Mehr recht als schlecht, so muss ich es mal sagen. Ist aber alles nicht so schlimm, ist nämlich ein Spiel. Und deswegen sehe ich das ganz gechillt. Hier hat er das ganz gut gemacht. Ja, jetzt hat er natürlich echt wenig Weltmähner in der Base. Jetzt kommt da natürlich noch der eine Ballon raus. Okay, der Ballon kam natürlich nicht bei den Lufttruppen aus der Clanburg raus, eben beim Locken. Er hat ja nur mit Ballons gelockt. Und aber hier ist ein typischer Elfer mit den Maxed Out. Mindestens eine Truppe hat ja so ein Engie auch Maxed. Und in der Regel sind es dann die Teslas. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ob die so schick sind oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber hat er hier, glaube ich, ganz gut gemacht. Zumindest ganz gut gelöst hier den Angriff auf die Nummer 7. Und mit gar nicht mal so starken Helden. Ich meine, meine Helden sind doppelt so stark und ich habe die Base nicht geschafft. Ja, also habe ich einfach nur die nicht richtige Taktik an den Tag gelegt. Und das hat der Maxi hier schon ein bisschen besser gemacht. Wir kommen jetzt aber gleich einfach mal zu einem 9 Visus 9 Angriff. Tata, den habe nämlich ich gemacht. Ja, also mit dem Alex habe ich erstmal hier versucht, eine Luftfalle auszulösen, weil ich meine kleinen Babys dazu benutzt habe, um hier so ein bisschen zu funneln. Da war es mir ganz lieb, gerade mal einen Laki davor zu setzen, nicht dass einer meiner Babydrachen hier schon eine dicke Luftmine an den Kopf kriegt. Und
gehe jetzt hier mit den Packers rein, also eigentlich ein lupenreiner Packerwalk mit relativ wenig Cleanup. Aber ich wusste irgendwo, hab das gerade gesehen, der Packer hat sich nochmal umgeguckt zum King, bevor sie losgegangen sind, so nach dem Motto, King, kommst du auch? Yo, ich komme auch und jetzt geht das hier in die Mitte und zwar nur mit Queen, Giftzauber, den Packers und den King. Also ist schon wirklich krass, was ganz nette Helden hier in diesem Spiel, finde ich, ausmacht. Ich meine, meine Bowler latschen alle außen rum. Jetzt muss ich hier, die muss ich noch ein bisschen unterstützen, dass die noch weiter hier außen den Cleanup machen können. Und muss jetzt auch, ja, da hatte ich ein bisschen Schiss. Ja, denn hier war richtig Feuer auf der Ecke, hier rechts unten, mit den Tesla-Spulen, den vielen Kanonen. Okay, das ist Point-F, aber hier ist eine Kanone auf Boden gestellt, beziehungsweise auf diesen Vierfachschuss gestellt. Ja, und der haut so einen Hogrider schon ganz, ganz gut runter. Da hier hinten ist immer noch mein King aktiv gewesen. Queen eiert hier auch noch links rum. Und auch hier ist natürlich wirklich stark mit den drei Packers noch, wie die sich hier durch die Mauer fressen. Jetzt mit dem King da nochmal eine Riesenbombe ausgelöst zwischen den Teslas. Und ja, ich glaube, das habe ich ganz gut gelöst. Ich hatte dann plötzlich Sorge, dass ich die hier unten nicht mehr schaffe. Ja. Die habe ich, irgendwie haben meine Truppen die komplett übersehen. Naja, aber ich hatte ja jetzt auch keine Truppe, die so weit reicht. Also mussten es hier jetzt die Hogs machen oder die Packer. Und aber ich habe komplett natürlich jetzt alles im Cleanup hier. Ich glaube, ist immer noch eine gängige Taktik, auch wenn gar nicht so super ausgeklügelt. Aber wenn der Funnel passt und die Packers können mit den Heilern durch so eine Base gehen und die Luftabwehren standen ja auch sehr, sehr weit, dann ist das natürlich ein leichtes. Ich habe noch einen Giftzauber gespart, also immer noch eine gute Taktik hier im Rathaus 9 Bereich. Dann gucken wir uns mal an, was unser Chef hier vollbracht hat. Ah, das ist so eine Base, so eine typische Internet-Legenden-Base, hätte ich fast mal gesagt, die auch viele nach wie vor sehr, sehr gerne für Kriege nutzen, also als Kriegsbase. Und ja, okay, da hat er sich nicht trollen lassen, also ganz locker erstmal mit der Queen hier rein, die beiden Mauerbrecher schon mal vorgeschickt, dass die Queen jetzt in jedem Fall Richtung der Lager geht. Erstmal Klarenburg wegmachen, hier außen auch schon mal so ein bisschen den Funnel angefangen. Und hier hat er sicherlich mit seinen Lakis versucht, noch so ein paar Luftfallen irgendwie auszulösen. Beziehungsweise, nee, keine Luftfallen, sondern die Ecke genau auszuloten, wo es jetzt eigentlich hingehen soll. Also entscheidet er sich erstmal auf der unteren Flanke hier jetzt mit Bolan reinzugehen. Was hat er im Backend? Ja, er hat noch ein Backend. Die Valkyren, ihr seht das unten, die sind noch ungenutzt. Und er wird sicherlich gleich dann den Funnel schlagen da, beziehungsweise jetzt ist der Funnel eigentlich schon da. Erster Sprung ist schon drin. Und der geht ja schon mal relativ stark in die Mitte, aber nicht ganz in die Mitte. Single Inferno, nochmal ein Wut drauf und nochmal ein Sprung. Und dann können die nämlich direkt weiterspringen übers Rathaus, oder ja doch, übers Rathaus, dann zum, jetzt ist auch er der, die Adler-Def weg, jetzt nochmal reingesprungen hier in das kleine Feld mit dem Inferno und dann ist die Mitte hier schon mal weg. Ja, das sieht noch ganz gut aus. Ja, okay, den Lucky, Mensch, Sascha, da musst du sehen, dass da eine Luftabwehr ist und du da keinen Lucky setzen kannst. Der ist ja in jedem Fall dann sofort weg. Aber ja, am Ende, ich meine, hier ist es jetzt noch die Queen, die ist jetzt noch reißen könnte. Ich meine, es ist noch eine Minute Zeit, 1-1. Ist nicht schlecht, er kann die Queen allerdings auch nicht mehr zünden. Die Heiler werden jetzt auch nicht weggepustet oder so. Jetzt kann er eigentlich ganz, ganz normal weitergehen. Hier unten den oder einen Bogey zur Unterstützung gesetzt, denn der Minenwerfer schießt jetzt gerade auf die Queen auch und nicht auf den kleinen Bogey, auf die kleine Bogey-Dame hier unten. Und dann ist das am Ende sicherlich ein ganz knappes Ding geworden. Ist eigentlich schade, zweimal ist ihm das hier passiert. Und eigentlich, ja, das ist dann auch immer ein bisschen doof, dass so ein schöner Angriff, der nicht mit 3 Sternen honoriert wird, das kann ich euch sagen. Ihr seht das, hier steht noch relativ viel. Es werden in jedem Fall 2 Sterne werden. Und der Gegner hat am Ende
nochmal gut nachgesetzt, aber er hat taktisch nicht so klug agiert. 94%, schade, man hat taktisch nicht so gut agiert. Und so konnten wir hier 28-27 gewinnen. Hätte ich fast nicht gedacht, denn unsere Bases hier sind auch stark angegriffen worden. Also der Sascha hier, das war der erste Angriff vom Gegner. Ja, und wenn die 1 schon mal 3 Sterne auf unsere Nummer 2 macht, ja, dann bist du schon mal ein bisschen down. Meiner hat immerhin einmal gedefft. Die Base ist gar nicht mal so schlecht. Die habe ich mir noch vom Bettase mitgebracht. Die hat jetzt zweimal nicht gehalten, aber jedes Mal gegen 10er, gegen 9er hat sie jetzt auf jeden Fall das erste Mal gehalten. Also hier musste dann auch ein 10er dran. Die Nummer 3 war ein Rauthaus 10. Ja, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und was wir natürlich immer bei mir in den Folgen haben, ich habe eine Tech drin. Und zwar ist es bei mir der Dennis, der Namenlose. Mein Clan ist heute Level 9 geworden, schreibt er. Hier ist es komischerweise der John, aber tatsächlich, der Clan ist Level 9, er heißt Drit Work. Und wenn du mal schauen möchtest, klar, schaue ich doch mal rein. Ich schaue mir das Dorf an hier. Oh. Eieiei, gleiches Problem wieder Alex und wieder Basti. Also Lager immer schön voll, immer schön draußen. Denn ich denke mal, der John ist hier durch, hat eine schöne Base, ist im Moment in Champ 3. Und ich glaube, die Base hier wird auch sicherlich, na, verteidigt die hier, jawohl, 13 Mal. Entweder sind es Drops oder er hat wirklich hier verteidigt. Zum Account, glaube ich, muss ich nicht sagen, da sind nur noch die beiden Helden, die jetzt jeweils 9 Level noch hochgehen müssen. Das ist nochmal eine richtig lange Zeit. Viele haben diese lange Zeitphase einfach satt, weil natürlich hier die Lager immer pickepacke voll sind. Und du wirst eigentlich in der Regel angegriffen. Du bietest deinem Gegner natürlich immer viel an. Wo hat er den dunklen Topf? Den hat er hier. Okay, den kann er jetzt erstmal wieder ein bisschen füllen. Finde ich sehr, sehr gut, muss ich sagen, dass hier das Rathaus nicht hochgeht. Ich denke mal, der John hat hier in jedem Fall alles richtig gemacht. Auch mit der Base hier. Die ist gar nicht mal so schlecht mit den Feldern. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und nur noch die Helden hier. Der Rest ist durch. Also sieht ganz, ganz ähnlich aus hier. Vielen lieben Dank, dass du bei mir geschrieben hast, wenn du mal schauen möchtest. Wollte ich mal, ja, und ihr seht das, also noch ein Level hier beim Alex. Ich würde sagen, ich habe eine Luftarmee am Start. Wir suchen uns einfach mal fixen Gegner und dann machen wir einen Angriff. Oh, man ist ja gierig, ne? Man ist ja gierig. Ich weiß gar nicht, wie ich dir das machen soll. Fast 4.500 Dunkles und so eine starke Armee. Ich meine, ich habe eine Armee am Start. Ja, hier ist noch ein Hund drin. Und wir müssen ja in jedem Fall, die Queen muss weg. Das ist einfach so, die Queen muss weg und ich habe aber nur einen Golem. Oh. Okay, dann checken wir das Ganze mal an, wie das so gehen könnte hier an der Maus geklickt. Oh. Ich muss hier die Ecke aufkriegen. Die Ecke ist in jedem Fall das Wichtige. King hinterher, Queen hinterher. Und ich denke mal, hier werden wir springen. Hier werden wir springen. Mein einer Golem, oh der... Mein Golem lebt sogar noch. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Mein Golem ist noch am Leben. Das ist sehr, sehr gut. Queen ist schon mal weg. Und jetzt habe ich natürlich ein bisschen Sorge. Eine Luftabwehr ist weg. Ah, wir müssen eigentlich den einen Feger da wegkriegen. Denn jetzt komme ich hier nicht so sehr gut in die Base rein hier. Ich denke, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Schauen wir mal, was wir hier mit den Eilzaubern vor allen Dingen unterstützen können. Ich habe ja einige dabei. Und hier auch nochmal 2 Loons jetzt im Backend gesetzt. Queen ist noch dabei. Oh, ich muss mich mal gerade ein bisschen konzentrieren. Eigentlich sieht es nicht schlecht. Wo ist denn eigentlich meine Queen? Oh, da unten eiert die rum. Ich muss sie jetzt zünden hier. Und meine Loons, ja, die gehen hier gut durch. Jawohl. Heieiei. Ich hatte gerade echt ein bisschen Sorge. Ich hab aber noch genug Loons, glaube ich, jetzt über. Der Bogenschützenturm hier unten geht jetzt weg. Oh, mein Hund. Meine Hunde fliegen hier noch rüber, jawohl. Ja, so sieht das eigentlich aus hier. Da sieht auch mal die Unterschiede. Max Hund und meiner. Also der Größenunterschied ist schon enorm. Es wäre schön, wenn jetzt noch wenigstens einer platzt. Aber ich glaube, die werden den hier... Ah doch, einer ist noch. Ah, okay. Einen haben wir noch, aber ich denke, das Dunkle ist unser. Ja, das ist in etwa das, was ich mit diesen Accounts hier eigentlich mache. Ich mache hier so einen Angriff vor meinen CK-Angriffen und dann ist das gewesen. Ich habe ja, das kann ich euch gleich auch zeigen. Ich muss das jetzt, ich kann es leider nicht vorspulen, Leute. Tut mir leid, aber ich denke, war ein ganz netter Angriff mit einem Golem. Geht's auch. Und ein Hund, also so ein bisschen oldschool, mal keine Bowler genutzt. Dann habe ich ja auch schon mal eine Folge von gemacht. Und dann nehmen wir das Dunkle hier ganz gerne mit. Ich bin, glaube ich, in, ich weiß gar nicht, wo ich bin.
In welcher Liga im Moment? Ah, ich bin in Meister 2. Okay, dann nehmen wir die 740 noch mit. Also gut über 5000 und wir kommen unserem Ziel. Oh, 1300 hier nochmal rein. Also hier ist jetzt auch noch, sind auch noch 5,4 drinne. 117, was brauchen wir hier? Wir brauchen 125. Ja, wird in jedem Fall was. Und will ich mal gucken. Also ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare niederschreiben, was ich machen soll. Oh, ich könnte natürlich schon mal so eine Armee hier wieder nachbauen. Und dann, ja, mal sehen, ob das hier ein Punkt 5er wird, also ein 8,5er, oder ob ich den überlasse. Ich würde diese Accounts gerne hier auf Rathaus Level 9 lassen, denn das ist wirklich, ich finde es nach wie vor, 8, 9 sind einfach super geile Rathausstufen. Aber wie gesagt, schreibt mir das ruhig in die Kommentare. Ich werde in dieser Woche auch mal eure Kommentare so ein bisschen beantworten, einfach mal, oder eure Fragen, denn ich schnappe immer viele Fragen auf, viele beantworte ich ja in meinen Kommentaren. Aber einiges werde ich jetzt auch mal in einem Video einfach mal reinpacken. Bisschen nebenher fahren. Bis dahin, euer Toto. Clash.